Okay, Leute, wie ihr im letzten Video gesehen habt, hat Ray mich und Brooke in einem Keller eingesperrt, Freunde. Davor haben ich und Ray Brooke bis nach Italien verfolgt, Leute. Und Ray hat mich am Ende einfach hintergangen und uns eingesperrt. Und wie geht's dir, Brooke? Nicht gut. Ich will hier raus. Ich hab so Angst. Ja, komm, lass uns den Ausgang finden. Okay. Leute, was sind das für Zapfen, ihr Freunde? Es ist wie in einem Horrorfilm, Leute. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Hey, Leute, wie konnte Ray uns hier nur einsperren, Freunde? Wenn ich den die Finger kriege, ne? Was war das? Pass auf, Buddy! Ja, okay. Komm, weiter geht's. Komm, lass mich nach vorne. Gib her. Buddy ist so eklig hier. Was machen wir denn hier? Ja, was kann ich denn da machen? Alles wegen Ray. Leute, wir müssen hier außen rum. Ey, Leute, der Weg ist einfach endlos, Freunde. Ich verstehe das nicht, Freunde. Wo ist eigentlich der Ausgang? Ey, ich bin so froh, wenn ich hier was... Was? Eine Sackgasse? Buddy, was sollen wir machen? Hier ist kein Ausgang. Komm, lass weiter suchen einfach, komm. Okay, Brooke, irgendwas muss hier geben. Wir müssen einfach nur suchen. Irgendwas muss hier schon geben. Ey, schon wieder dieser Weg, Leute. Wo kommen denn die ganzen Sachen her? Ja. Was? Ein Loch? Ey, Leute, hier ist einfach ein Ausgang nach draußen, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Jetzt sitze ich offiziell an Fatis Platz und jetzt ist die Zeit, Fatis Kanal zu übernehmen. Seitdem ich auf seinem Kanal bin, war das mein einziger Plan. All die Challenges, all die Bestrafungen musste ich ertragen, bis ich mein Ziel erreichen konnte. Fati und Brooke sind gerade in Italien und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie zurück in Deutschland sind. Aber darüber mache ich mir keine Sorgen, denn ich bin auf alles vorbereitet. Okay, Leute, wir sind wieder am Flughafen, um von Italien wieder nach Deutschland zu fliegen. Ich kann das nicht glauben, dass wir haben sowas erlebt. Warum hat Ray sowas gemacht? Ich wusste schon immer, dass etwas komisch an ihm ist. Ich wusste, er hat immer etwas Böses an sich. Aber egal, Leute, jetzt brauchen wir unsere Flugtickets, Freunde, und dafür brauchen wir unsere Pässe. Okay, warte, ich hab meins. Ich hab meinen Pass nicht! Was? Wie meinst du das? Du hast keinen Pass mit. Und wie sollen wir jetzt nach Deutschland gehen? Weißt du was, Brooke? Ich werde schon irgendwie hinterherkommen. Geh Warum? Du erstmal nach Deutschland, okay? Warum? Ich werde schon irgendwie kommen. Okay? Okay. Ja? Okay, Brooke. Pass gut auf Job, ja? So, Leute! Ich hab Fatis Kreditkarte gestohlen und gleichzeitig auch Fatis Pass! Ey, ich bin sein Genie! Dadurch, dass ich seinen Pass habe, kann er niemals nach Deutschland kommen, Freunde! Und dadurch, dass ich seine Kreditkarte habe, habe ich gleichzeitig auch sein ganzes Geld! Bis dahin, Fati! Viel Spaß in Italien! Okay, Leute, wie ihr bereits gesehen habt, habe ich keine normale Möglichkeit, nach Deutschland zu fliegen. Deswegen habe ich das ganze Internet abgesucht, Freunde, um eine Möglichkeit zu finden, Italien zu verlassen. Und zwar, Freunde, habe ich einen Flugverein gefunden, der ganz zufällig über Deutschland fliegt. Das hört sich erstmal ganz gut an, Freunde. Aber wie gesagt, fliegt er nur über Deutschland und landet nicht. Das bedeutet, ich muss wohl oder übel vom Flugzeug springen.
Das war das Krasseste, was ich je gemacht habe. Ey Leute, ich bin einfach von einem Flugzeug runtergesprungen. Wie krass ist das denn? Und wir sind einfach irgendwo um nirgendwo, Leute. Aber das Wichtigste ist, Freunde, wir sind wieder zurück in Deutschland. Ray, mach dich auf was gefasst. Okay, Leute, ich bin jetzt vor Rays Unterschlupf. Leute, ich habe Brooke im Flughafen gesagt, dass wir uns hier treffen werden. Deswegen werde ich erstmal im Unterschlupf bleiben. Aber Ray hat bestimmt irgendwelche Fallen da drin aufgestellt. Kommt, Leute, lasst es uns herausfinden. Dort hinten ist es, Freunde. Aber wie soll ich da nur reinkommen? So funktioniert das nicht, Leute. Hat das denn keinen Hintereingang oder so? Komm schon, bitte, wenigstens hier. Bitte, 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 bitte. Bingo! Warte mal. Was ist das? Was soll das darstellen, Freunde? Hä? Ey, das ist mein Name! Oh mein Gott, Freunde. Er hat einfach alles geplant, Leute. Er hat sogar Italien geplant. Ey, Leute, wieso macht er sowas? Was habe ich denen angetan? Aber Leute, ich verstehe das irgendwie nicht. Ich bin einfach offen durch die Tür reingegangen, Freunde. Es war einfach alles offen. Da ist bestimmt irgendwas faul. Was soll ich denn jetzt nur machen? Was ist das? Warte mal. Leute, ist das mein Handy? Oh mein Gott, nein. Ey, Freunde, ich glaube, Ray versucht mein Handy zu hacken. Was hat der Junge vor? Ey, Leute, glaubt es mir nicht, aber er lädt wirklich meine Nachrichten herunter, Freunde. Guck mal hier, Leute, ist hier einfach Rohmaterial in meiner Bilder und meiner Nachrichten. Aber wofür das Ganze, Freunde? Will er das ins Internet posten? Währenddessen, Freunde, versuche ich jetzt den Hackvorgang abzubrechen, Freunde. Damit verdammt nochmal meine Bilder nicht ins Internet kommen. Warte mal, Leute. War das Licht die ganze Zeit an? Leute, sagt mir nicht, uns hat jemand die ganze Zeit beobachtet. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Komm mal jemand. Was, Leute? Fahrt ihr jetzt nach Deutschland geschafft? Ich kann es nicht glauben. Wie ist da hier hingekommen? Nein, eigentlich wollte ich es nicht machen. Aber du wolltest es so haben, Fati. Jetzt ist die Zeit gekommen für Plan B. Meine Damen und Herren, es erreicht uns gerade eine Eilmeldung. Die lokalen Behörden haben einen Haftbefehl für die Verhaftung von Fati erlassen. Die Einzelheiten der Taten des YouTubers sind zurzeit unbekannt. Jedoch wird davon gesprochen, dass er sich zurzeit auf freiem Fuß bewegt und gefährlich werden könnte. Aber eigentlich hat Fati ja nichts Schlimmes verbrochen. Also ist der ganze Beitrag nur ein Fake. Und das nutze ich, um Fati nervös zu machen. Und die Polizei, die ist schon hinter Fati her. Oh mein Gott, Leute, wie könnte das nur sein? Okay, wer ist das, Leute? Okay, Fati, bleib stark, komm, du schaffst das. Ey, Leute, soll ich die Tür aufmachen oder nicht, Freunde? Was sagt ihr, Freunde? Wer könnte das sein? Wow. Okay, komm. Komm, Fati, du schaffst das. Komm. Fati! Luke? Ey, was machst du denn hier? Ey, ich hab dich so vermisst, ne? Ich hab dich auch vermisst. Aber warte mal, Fati, wie bist du nach Deutschland gekommen? Mit dem Fallschirm. Was? Mit einem Fallschirm? Ja! Du kannst das nicht machen, das ist so gefährlich. Ja, ich musste das machen, ich musste nach Deutschland kommen. Mal lass das mal jetzt, Brooke, wir müssen jetzt hier verschwinden. Warum? Komm, raus hier, Mann! Was? Raus! Aber warum? Was ist denn los? Jetzt seh ich dich später, Mann. Ja, okay. Komm. Fati, warum sind wir ins Hotel gekommen? Was ist los?
Du weißt gar nicht, was passiert ist. Ray hat einfach alles geplant, von Anfang bis zum Ende. Er wusste einfach alles. Was? Er wusste, dass wir nach Italien gehen. Was? Meinst du das ernst? Ja, du hättest mal die Tafel sehen sollen. Der hat einfach Bilder von dir. Warum? Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, was ist los mit ihm? Ja, und ich glaube, der hat noch viel mehr vor. Ich glaube auch. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Soll ich abheben? Ich weiß nicht, Mann. Ich hab Angst. Hallo? Es ist für dich. Hallo? Hey, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg! Komm, Brooke! Was hat er gesagt? Komm einfach! Komm! Okay, Leute! Okay, wir sind draußen! Jetzt schnell zum Auto! Verdammt, ich hab einfach keinen Tank! Hallo, ich wollte einmal bezahlen. Ja, welche Nummer denn? Es ist gerade eine Eilmeldung. Die lokalen Behörden haben einen Haftbefehl für die Verhaftung von Fatih erlassen. Die Einzelheiten wird haben uns schon was zu sagen. Jedoch wird davon gesprochen, dass er sich zurzeit noch freien Fuß bewegt und zum Fernschlag gibt. Hier ist das Wechselgeld. Okay, danke. Fatih? Ja? Was war das in den Nachrichten? Ich weiß auch nicht. Nein! Lass wow, mich! Was machst du da? Nein, oh. Fatih! Nein, nein, lass mal! Was machst du da? Lass mich in Ruhe! Nein, Fatih! Nein, lass mich in Ruhe! Was machst du da? Lass mich in Ruhe! Jo, lass mich, was machst du? Ist das Handschellen? Kannst du uns einfach verhaften? Was machst du da? Nein, Fatih! Nein, Fatih! Und so, Boss, was mit dem Mädchen? Das Mädchen ist harmlos, aber bring ihn jetzt endlich her.